Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir fahren jetzt weiter mit unserer Arbeit auf dem Feld 38. Wir sehen aktuell Raps aus. Dazu starten wir einen Traktor und starten gleich mal einen Abfahrer für Cosplay. Wo das der Kurs passt. Kurz kontrollieren. Scheint zu funktionieren. Ja, gehe von aus. Dann starten wir unseren zweiten Fahrer. Motor an. Und einstellen. Und schön mein Traktor. Mit Bandlaufwerk. Hey. Und es geht weiter. Die müssen ziemlich schnell und zügig aussehen, bevor die Wachstum einsetzt. Das heißt, wir sind auf diesem Zeitdruck. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Bin mir nicht ganz sicher. Ups. Hey, das ist ja zu sehen. Okay, machen wir wieder die andere Ansicht. So. Das heißt, Streng Y oder Pfeil. Okay, Weizen 1,2 Stunden und wir haben aktuell Raps 1,21 Stunden. Bis dahin muss es ausgesät sein. Hoffen wir mal, es klappt. So, wir werden jetzt mit der Ernte fortfahren. Meines Wissens Gerste oder Weizen. Das haben wir natürlich keinen Kurs gespeichert. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz im Roten zurück. Wenn man der einen hat, der kann man es kopieren. Ne? Ein bisschen größer machen. So ist es ein bisschen schlecht. Muss ich mal die Kameraeinstellung ein bisschen ändern. Normalerweise so zurück. Mikrofon zu mir. Steige mal ein. Gut, der hat auch keinen Kurs gespeichert. Dann laden wir ein. Und zwar Erntefeld Nummer 60. Mal kurz zum schwarzen Laufen, zum schwarzen Drescher. Sprinten. Ja, Motorsäge nicht. So. Arbeitsmodus. Laden. Erntefeld 60. Gut, der Kurs wird angezeigt, das passt. Ja, wollen wir ganz kurz schauen. Müsste eigentlich links sein, rechts, links. Okay. Gut, macht er. Laufen wir nicht. So, C. Das ist dann aber hier zeigt er nichts an. Dann laden wir noch mal neu. Erntefeld 60.
Verstehe ich nicht. Oh, 54. Hahaha, ja. Da hinten irgendwo. Treffen. Da haben wir uns verrutscht im Feld. So, rechts. Wir müssen. Rechts passt. Machen wir mal leer. Wir haben extra einen großen Zweitanhänger geholt. Mit Lego geht nicht. Nehmen wir Tastatur mal, ne? Auch eine Weile zum Laden bzw. zum Aktivieren. Warum muss ich auch nicht? Macht dann neuerdings so. Ich habe wieder extrem Widerstand. Aber besser wie gar keine. So, den machen wir gleich voll machen. Heute ist mein erster Tag, die erste Folge für heute. Das heißt, ich muss mal ein bisschen reinfinden. Aber grob gesehen müssen das Feld 38 aussehen. Knapp eine Stunde. Und ist das aber rechts? Das ist das richtige Prinzip. Warum bitte dann losfahren? Gut, jetzt macht das richtig. Das müssen wir nicht verstehen. Das sollte jetzt funktionieren. Das heißt, wir werden leicht darum kümmern. Mit den nächsten Aufgaben. Wir haben jetzt Weizen zu ernten, das heißt, wir haben ein bisschen mehr zu transportieren, als wenn wir jetzt Raps oder so hier haben würden. Deswegen haben wir auch Verhänger. Wir wollen ja wirtschaftlich arbeiten, das heißt, möglichst viel ernten alleine in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben. Apropos Zeit. Ja. Starten nur an die Uhr. Hier wieder überziehen. Das soll ja alles im überschaubaren Rahmen bleiben. Der LKW ist ein bisschen zu groß. Ungünstig. Wie ihr oben seht, wieder leer und fährt weiter. Wir werden ganz kurz den anderen wegfahren mit Soja. Hier
hier mal noch kurz reparieren. Das scheint was zu sein, was man machen muss. Die Sämaschine ist, glaube ich, defekt. Beziehungsweise. Na, noch nicht. Aber wird immer lang dauern, aber das kommt. Hier ist es Traktor und Sämaschine. Der fährt auch gut mit dich, fast. Hat beides neue Geräte. Ist das gebannt? Oder Zug 24%, 76, 77. Das müsste bald repariert werden, normalerweise. Kann aber nicht sein. Jetzt ist es soweit. Ich habe beinahe verkauft. Ach, das. Das kann man hier durch einstellen, ne? Fehlt dann einer links von der Bahn und rechts. Ah ja, das kann jetzt mal. Knappe Stunde. Brauchen wir LKW. Ich habe so viele Fahrzeuge. Pacen über den Acker. So, dann kann ich mal entladen und dann geht los. Die Höhe von diesen LKW ist bald nicht so hoch. So ist es schneller. Gut, aus rechts oder zweites auch schon wieder gut gefüllt. Aber jetzt ist ein bisschen kriminell, Anführungszeichen, jetzt fährt er immer eine Flucht. Dann müssen wir warten, bis er
Ah ja, wohl anderen und fair. Gut, okay. Aber da vorne dürften wir vorbeikommen. Und zwar in der Nähe entsprechend. Wollen wir den zweiten schon mal aufmachen? Das ist fast voll, das heißt, wird eng. Ist eng. Müssen wir leider eingreifen, und zwar anders entsprechend. Ich nicht ganz verstehen, wie die jetzt so fährt. Der schert nicht aus, das ist ungünstig. Da müssen wir reinfahren. Wieder nicht anders. Aber bleibst du stehen. Wäre ganz gut, wenn er das weiterfahren. Normalerweise macht Kurs das so, dass er ausschert. Aber ich habe wieder eine andere Version, eine neuere. Weil sie da werden nicht aktiviert. Oh, sie haben es deaktiviert, was nicht funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Jedenfalls hat er nicht ausgeschert. Der böse Junge. Mal schauen, wo der Rote macht. Und dann müsste er eigentlich den Streifen nacharbeiten. Jetzt kommt man in den Bereich, wo man ja eingreifen kann. Oder auch nicht. Sieht ziemlich eng aus. Kann man nicht raus. Daneben fahren heißt komplett die Spur oder die Bereich zu zerstören. So, ich hoffe, der Ton ist nicht so laut. Nicht so laut. Und nicht so leise. Jetzt hat er auch noch angerempelt. So, jetzt kommt der nächste daher. Und wir müssen irgendwie hier rauskommen. Rückwärts fahren wird nichts. Das scheint vor uns voll zu werden. 80%, das kann der sein. Und ich dachte, das kommt so, dass er im Prinzip daneben fahren kann. Klappt nicht so. 90%. Ja, das hält ja nicht an, das ist das Problem. Ja, das ist schlecht. Da greifen wir jetzt ein. Weil sonst zerstören wir die ganze Frucht. Günstig.
Piranhas. Sollte eigentlich reichen. Ah, ist eng. Ja, gut. Dann versuchen wir hier einzuscheren in den Bereich. Und so weit wie möglich zurückzufahren. Hauptsache jetzt kommt der andere hingegen. Wir werden den aktivieren. Das Portal ist voll. das ist auch nichts. Hat nicht geklappt. Aber so fährt der Rotor nicht auf. Normalerweise zu stehen. Ja, da müssen wir ausfahren. Das ist auch nichts. Wollte eigentlich nicht. Dann mache ich mir alles kaputt. Zum Glück. Das Rohr habe ich getroffen. Na ja, gut. Kann man nicht ändern. Jetzt kommt draußen Sonne wieder raus. Wir hatten gerade einen kräftigen Schauer gehabt, ich habe bei der Schneeschauer gehabt oder der Regen. So, ein bisschen Platzregen. Nehmen wir gleich den anderen hinterher. Steht. Soll immer ein Gunzing, ne? Oder sollte jetzt voll komplett durchkommen? Wir halten sich den Ende entgegen, also den letzten zwei Bahnen noch. Sollte der vorne reichen. Man sagt gut. Der Kollege war auch nicht mehr so viel. Beziehungsweise er hat nur noch drei Bahnen vor sich, die lang sind. Und dann sind es in Anführungszeichen nur noch kurze Bahnen. Zeit. Ja, wird knapp mit Wachstum. Auch mal das Beste. Kann ich irgendwas hier einstellen?
ja. Kam nicht entdecken, aber ja. Den könnten wir mal an lehren. Das ist die Tagesschwere, mal wäre der andere. Ja, der Schwarze macht mir so eine Sorgen. Und der in der Bahn bleibt. Auch wenn er ausweichen würde, wäre es schwierig, weil er ein Anhänger ist. Ungünstig, sagen wir so. So. Ja, heute ist ein Leistungsproblem. Was sagt die Temperatur? 67, 155. Geht eigentlich. Dann sollte unser heute Gerstefeld auf 12 auch noch reich werden. Noch jemand findet, was er kauft. So, liebe Frau Lampschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann seid mal schüchtern in den Winkel. Und schaut wieder rein. Bis dann. Ciao, ciao.